Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Raiders of Icarus hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Folge 145 mittlerweile. Alter Vater. Das hat sich entwickelt. Ja, jetzt, was machen wir? Bevor du jetzt Angst kriegst, nein, wir werden heute nicht die Dailies weitermachen. Ich habe die auch noch am letzten Mal nicht weitergemacht. Das machen wir im Livestream. Ich würde sagen, die allgemeine Aussage bei YouTube war, dass wir den Schlüsselstein für Jenushöhle in der Schleierhöhle in der Geschichte kriegen können. Was ja dann easy going ist. Und ich würde sagen, dann werden wir in der Folge das nochmal in Angriff nehmen. Würde mich ja doch reizen, mal zu sehen, ob es noch andere Mounts gibt. Ich habe bei denen nochmal auf der Homepage geguckt. Also die Chance, dass ihr auf einen heroischen Gefährten in Ienos Versteck, dass ihr da einen antrefft, liegt bei 10%. Das heißt, umgerechnet bei jedem 10. Run müsste ein heroischer Gefährte in diesem Versteck sein. Gut, wir haben jetzt, ich weiß nicht, vorletzte Folge war das, Terror-Karev geholt. Also denke ich mal, er ist jetzt Lulu. Aber gut, wir werden es gleich sehen. Ich lasse mich überraschen. Wir werden zwei Steine holen, wir werden zweimal reingehen. Und dann war es das auch erstmal damit. Was haben wir denn an Geschenken? Wir haben ja einiges abgegrabt in den letzten Tagen. Also der Explorer zumindest. Voller Wachstumsdrang für Gefährten. Wir kriegen Elun. Heroischer Veredelungsstein. Rüstungsveredelungsstein nützt uns nichts. Legendäres Emblem brauchen wir auch nicht. Das machen wir gleich. Nochmal Elun. Der Leorit. Jawusch. So. Da hätten wir dann jetzt auch 20. Kriegen wir da jetzt. Wir haben noch die Sammlung jetzt abgeschlossen, oder? Gefährten. Haben wir nicht? Doch, müsste doch. Wir haben alle Gefährten geholt. Ah ne, das war ein Bestiarium, ne? Da dünkt es mich, da konnten wir doch irgendwas abgreifen. Sammlungen. Complete. Den haben wir complete. Ja, doch. Hier, den. Zups, das sind sie. Können wir die mal auf die Bank knallen? Haben wir 30, aber ich glaube, das sind immer noch 100 zu wenig. Ja, Ienos Versteck könnten wir auch rein theoretisch Garm kriegen. Mich würde aber eher jetzt noch reizen, Agnes den Roten zu kriegen. Das wäre zumindest eine bessere Option. So, können wir reinpacken. Wie viel haben wir jetzt davon? 30, so wie ich gesagt habe. Die lassen wir hier draußen. Was haben wir noch? Ich wollte auch mal gucken, Kräuter etc. Nein. Kräuterlies, habe ich da nichts gefarmt? Das hat der Explorer da nichts, nichts, nichts an Kräutern. Ich sehe sie nicht, da sehe ich sie. Salbeigras 30, Poronpilze 50, Sherpa-Schneeblumen 56. Ja, da können wir schon. Und die Berufe schnell geskillt, mehr oder weniger. Elite-Schriftrolle, Strahlenamethyst, Flammenstein. Jede Menge Skinch. Gewöhnliche Schriftrolle. Haben wir da nicht noch mehr? Schriftrollen. Alter, was für ein Gewusel. Was für ein Gewusel. Ich weiß es nicht. Lassen wir erstmal alles so. Okay, also von den Sachen, um Alchemie zu skillen, da bräuchten wir dann also nicht mehr viel. Welchen Skin haben wir denn? Metallgarm. Ich hätte gerne den Feuerskin. Black, Adlertypen, Regenbogen-Einhorn. Nein. Rote Spinne. Okay, Vermutung können wir ja noch holen. Was haben wir hier? Kamera kannst du einmal holen. Okay, dann jetzt natürlich auf das, wo ich am meisten gespannt bin. Da mounte ich jetzt extra dafür ab. Zack.
Wir machen erst die Glücksbox mit Panas Haustier. Keron. Das ist ein Keron. Aber wir haben sowieso keinen Platz frei. Ich könnte mal ein bisschen frei. Ein Slot haben wir noch frei. Okay. Okay. Drei Steine, ne? So, wir haben die verdorbene Ausrüstungsbox für den Berserker. Legendär. Erhält eine zufällige Waffe oder ein Schmuckstück. Generell habe ich immer so ein Glück. Ich werde jetzt, wenn ich da gleich draufklicke, wahrscheinlich. Also wünschen täte ich mir ein schönes Schwert. Aber ich verwette meinen Arsch drauf, dass wenn ich da jetzt draufklicke, ich einen Ring mit Intelligenz oder sowas kriege. Hältst du die Wette? Hältst du dagegen? Kannst du ja mal in den Kommentaren schreiben, was du da rausgeholt hast. Ich werde auf jeden Fall alle Attribute plus 15 ablegen. Ja, gut. Okay. Ja, trotzdem lieber ein Schwert gehabt. So. Oh, ich Ausrüst. Oh, 100 Elun. Oh, wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Nicht 100 Elun. Wo sind die 100 Elun? Die kann ich echt gut gebrauchen. 100 Elun, 100 Elun, 100 Elun. Gegenstände, oder? Da. Ja, wusch. Sehr schön. 86 Elun läuft bei mir. Gut, Kinders. Dann pimp ich noch meine Armbrust ein bisschen. Schon Elite-Steine hier haben. Bestätigen. Armbrust ist immer cool. So, wir wollen zur Schleierhöhle. Das machen wir natürlich. Bei Sophie Luna können wir uns ein bisschen was leisten hier. Zufriedenheit. War doch Zufriedenheit, ne? Doch, war bestimmt Zufriedenheit. Hier, Reise Lava, Ruinen von Matren. Schleierhöhle. Kaufen. Gegenstand auf Lager. Bitte sehr. Beanspruchen. Da. Gute Reise, mein Freund. Dann schauen wir mal, ob wir zweimal den Stein da kriegen und dann ganz fix noch Ienos Höhle gehen. Dann machen wir die Folge ein bisschen länger, weil ich sehe, wir sind schon bei 8 Minuten. Aussage war, glaube ich, nur den ersten Boss da kloppen. Jetzt wollen wir mal schauen, wie oft wir den kloppen müssen. Dann geht's weiter. Da sind wir. Geschichte muss ich ja nicht einstellen, ne? Müsste also automatisch jetzt hier humpen. Geschichte. Tüdüm, ich hätte gern Schwert gehabt, Mensch. Monat gibt's da nichts mehr. Und ich glaube, die Box in Hakanas Kreuzweg, Good to meet you. May the blessings of Alora be with you. Hübscherchen. Die Box für, du weißt schon, die kriege ich nicht, weil die ist, glaube ich, Level 40. Die ist Level 40, meine ich. Wir können noch mal gucken. Ich kann. Achso. Jetzt habe ich mich ein bisschen erschreckt. Das haben wir schon gesehen. Brauchen wir nicht noch mal gucken. Ja. Wir gehen direkt durch zu der Tante. Die zwei Fifis sollten ja theoretisch folgen. Ja. Ja, super.
Weiter geht's hier. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Ja. Nice wäre ja, wenn wir einen Jenus versteckt nochmal Terrorkarriff kriegen würden. Ich meine, wir können ihn zweimal zähmen, aber wie gesagt, selbst mit Level 39, ich habe Gümmel-Equip und das wird ein bisschen, ne? Und dann können wir Terrorkarriff zumindest, was mit euch hier? Nix, keine Lust. Keine Lust. Da kommen jetzt alle auf einmal. Das müsste doch der erste Boss hier sein, ja? Also hier. Er reagiert da drüben gar nicht. Was ist denn jetzt hier? So, die kann man ja auch angreifen. Ich weiß nicht, ob wir es überhaupt machen müssen. Wir knocken uns einfach mal um. Schlawupp, schlawupp. So, Tante. Ja. Jetzt hier. You saved me. Behind you. The Marumi are coming. Was? Was? Jetzt? Ist er hoch? Muss man machen. Okay. Kommst du mit? Wir kommen mit. Palim, palim. Bei 12 Minuten sind wir schon. Wir müssen Gas geben. Wir müssen Gas geben. Kann man eigentlich hier reiten? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Ist das unser erster Boss? So, die sollte jetzt den Stein droppen, sehe ich das richtig? Oder? Ne, wir müssen. Das Furunkel erlebt. Achso, die lebt noch. Okay. She's still alive. Hat er die Äuglein zugemacht. So. Das habe ich mir ja schon gedacht. Oder hier? Ja. Number uno. Okay, wir können jetzt hier rausporten, ne? Bams. Warte mal, der hat doch nur eine bestimmte Zeit, ne? Kann es sein? Ja. Hat er nicht.
Ich weiß jetzt nicht, ob wir den nochmal kriegen oder ob wir jetzt erstmal die Quest da abgeben. Wir, weißt du, was wir machen? Wir sind bei 14 Minuten. Dann machen wir jetzt erstmal nur Eons Versteck und dann. Weil sonst wird's zu long. Guckt ja wieder keiner. Gas hier, komm. Trappel, wo müssen wir lang fliegen? Balak? Nein, wir müssen Jenus Versteck. Das heißt, wir müssen noch hier links, ne? Was für, ne, müsste doch hier links sein. Heilige Bucht, ja, müsste. Die nehme ich mir mit. Ups. Oder durch. Das sieht fast so aus. Willkommen, gib Gas. Schiffswacht, Enos versteckt, da müsst ihr hinkommen. Ja, stimmt, wir müssen durch das Dorf fliegen und dann da links. Ja, jetzt ist der Groschen gefallen. Hübsch. Komm, gib Gas. Kein Zeit. Ja, und das Zweite, was ich noch gelesen habe über Jenus Versteck, weil meine Frage war ja auch, lieber einen Tag warten, weil wir ja gesehen haben, dass da dieselben Mobs drin waren. Also im Forum steht es öfter, wenn man da reingeht und hat jetzt einen Mount, was man nicht will, egal ob Flug- und Reitmount, soll man nicht rausgehen und neu resetten und wieder rein, weil dann die Chance so hoch ist, dass man wieder dieselben Mounts drin hat. Man soll dann schon einen Mount tamen von den beiden, welches man ja sofort wieder freilassen kann und dann resetten und wieder neu reingehen. Das war auch so ein kleiner Tipp im Forum. Oh, I get rudderst wise. Ja. Leider nicht mehr. War wohl ein Event-Mount und auch nur für Bares. Schade eigentlich. So, kann man jetzt hier irgendwo links abbiegen? Hier zum Beispiel. Ups. 18 Minuten. Oh, das schaffen wir, das schaffen wir. Das schaffen wir. Können wir bei dem jetzt die Quest abgeben. Bams. Und dann da rein. Oh, 100 XP. Loading-Tipp D24004. Also, raffiniert. Wir fliegen. Glaube, der quatscht jetzt da hinten nicht wieder stundenlang. Blöps. Unseren Rabbini lassen wir mal besser drin, weil, wie uns die Erfahrung in der Vergangenheit gezeigt hat, der pullt ja alles weiter und macht nur Stress. Aber was keiner von euch in die Kommentare geschrieben hat, ob denn wirklich jetzt auch Mounts von der Tretelkluft hier drin sein können. Falls ihr das hattet, welches Mount war es denn?
Wie gesagt, ich stelle mir sehr listig, sehr lustig vor. Terrorkarif, der hat ja kaum Platz in der Höhle gehabt, da. Stell dir mal vor, der Pottwal schwirrt da rum. Komm. Komm, wir haben keine Zeit, die Leute warten. Loading-Tipp D2403. Ich glaube, mein Account wird gerade gehackt. Nein! Doch. Alter. Schwupps. Ah. So eine Rüstung wäre geil. Übrigens haben die jetzt irgendwie eine Verlosung bei sich auf der Homepage von Icarus. Wenn ihr da einen englischen Guide schreibt, habt ihr die Chance, irgendein spezielles Set zu gewinnen? Mit Flügeln. Ist allerdings, das Bild ist in schwarz gehalten, dass ihr nicht genau seht, wie das Set im Endeffekt aussieht. Aber die Grundidee finde ich schon nicht schlecht. Komm. Komm, einmal noch. Bums. Ja. Auf die Plätze, fertig, da müssen wir lang, ne? Da müssen wir lang. So. Liebes Spiel. Agnas der Rote wäre nice. Garm wäre nice. Nochmal Terrorkarif wäre auch sehr nice. Apokalypse wäre auch sehr nice. Und es ist. Dicken darum. Skaleda. Und ein Magmahund. Nee. Ich weiß nicht, ob wir Skaleda schon haben. Magmahund haben wir ja jetzt durch die monatliche. Ich glaube, Skaleda hatte ich damals auch, ne? Machen wir. Nehmen wir Skaleda mit. Oh, oh nein. Achso, ich wollte gerade sagen, habe ich zu viel Schaden gemacht? Dominiere. Okay. Aber ich habe hier so viele schöne Mounts. Mir gefallen. Ich will die gar nicht freilassen. Stehst du? Zack, sind wir draußen. Okay, Kinders. Skaleda war drin. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich werde jetzt zwischen dieser Folge und der nächsten jetzt noch zweimal Schleierhöhle gehen. Mal sehen, ob ich diesen Kontrollstein auch mehrere Male kriege. Zweimal können wir jetzt auf jeden Fall ja noch rein. Ist ja auf dreimal täglich, ne? Und dann werden wir die nächste Folge noch zweimal Jenus Versteck gehen. Und ja, ein bisschen zocken. Mich reizt das irgendwie. Ich will sehen, was noch möglich ist. Vor allen Dingen mit den heroischen Mounts. Die können wir dann über, also ich zumindest, über die Gefährtenfarm hochleveln. Da würde ich dann auch die 10 Gold nehmen. Terrorkarif zum Beispiel oder nochmal Karesh. Und die dann hochleveln, eintüten und verkaufen. Weil ich habe jetzt drei Sachen im AH, aber die kriege ich nicht verkauft. Waren jetzt auch keine besonderen Mounts, von daher, ja, machen wir es so. Ich hole mir noch zwei Schlüsselsteine und wenn ich die dann habe, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge und gehen dann noch zweimal Jenus Versteck. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge hier siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.